Moin Leute, ich begrüße euch zum nächsten Innenminuten-Video, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Oder wie er auf Japanisch heißt, Tensai Shitara Slime Dataken. Ja, ich weiß so gut wie unaussprechlich, wie die meisten Animes auf Japanisch. Dieser Anime ist meiner Meinung nach mit Tsukimishi der beste Isekai-Anime, den es überhaupt gibt. Dieses Innenminuten-Video hat auch wieder sehr viele Stunden Arbeit gekostet, daher würde ich mich hier wieder besonders über einen Daumen nach oben freuen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert auch gerne, um kein Innenminuten-Video mehr zu verpassen. Ich werde das Innenminuten-Video aber in Parts machen. Staffel 1 hat ja 24 Folgen und im ersten Part wird es um die ersten 12 Folgen gehen und im zweiten Part Folge 13 bis 24. Bei Staffel 2 und 3 wird es dann später genauso sein. Dann lasst uns doch anfangen und ich wünsche euch wie immer sehr viel Spaß beim Schauen, Leute. Der Anime startet tatsächlich im Weltkrieg, aber das spielt erst später eine Rolle. Ein unbekanntes Mädchen wird vom Feuer verschluckt und verschwindet. Viele Jahre sind dann vergangen und die Welt hat sich vom Krieg erholt. Der Hauptprotagonist, zumindest noch in seiner Welt, und dort wird er, nachdem er seine Kollegen begrüßt, auch schon kalt gemacht. Tja, ein Isekai eben, aber auch ein sehr, sehr guter. Aber die Anfangsstory ist immer recht ähnlich zu anderen Isekais. Eine letzte Bitte zu seinem besten Kumpel vor seinem Ableben. Eine sehr wichtige. Und so wurde er als Schleim in dem besten Schleim-Anime, den es gibt, wiedergeboren. Nicht mehr essen und schlafen zu müssen, das hat schon was, aber fehlen würde mir das trotzdem, aber praktisch ist es allemal. So lernt er auch das Wesen, mit dem er über Gedanken redet, kennen, das ihn auf seinen Weg begleitet. Erste Aufgabe, viel Gras futtern, aber nicht das Gras, was ihr jetzt denkt, Leute. Er stellt Heilmittel mit all dem Gras, so ein bis zwei Fläschchen oder auch etwas mehr. Als nächstes ist Magieerz dran, verschlungen zu werden. Jedes Erz und sämtliches Gras verschlingt unser kleiner Schleim. Unser kleiner Schleim versinkt im Wasser, aber dafür erlernt er eine neue Technik. Als Schleim ist er gefühlt unverletzbar und hat eine sehr starke Regeneration. So stark, dass selbst Buu aus Dragon Ball neidisch werden würde. In der Höhle durch sein Rumgedüse trifft er einen Drachen, der ihm helfen will zu sehen, da er als Schleim blind ist. 300 Jahre steckt er dort schon versiegelt fest. Eine wirklich lange Zeit. Mit magischer Wahrnehmung kann er auch endlich mal sehen. Hat ja auch nur ein paar Tage gedauert. Und auch kann man endlich den Drachen richtig sehen, der Sturmdrache Veldora, mit einer absolut nicen Animation. Super Design und ganz wichtig, kein dreckiges, hässliches CGI, was hier heute leider immer mehr benutzt wird, anstatt es einfach von Hand zu zeichnen. Lieber, dass die Produktion etwas länger dauert, als hässliches CGI zu benutzen, das halt, ich bin davon halt absolut gar kein Fan. Es gibt auch andere, die schon mal in dieser Welt wiedergeboren wurden, aber dazu dann später mehr, wenn es dann auch soweit ist. Unser kleiner Schleim will auch die anderen Wiedergeborenen treffen. Unser guter Veldora macht das leider aber sehr, sehr traurig. Es folgt eine Rückblende, warum Veldora versiegelt wurde. Er war kein ganz so braver Drache und ein Held hat ihn darum dann versiegelt. Aber er ist schon ein klein wenig selbstschuld. Wenn man so mächtig ist, sollte man seine Gegner halt trotzdem nicht unterschätzen. Im Kampf hat er sich dann aber trotzdem doch zusammengerissen, aber am Ende hat er dann leider doch verloren. Darum nie zu viel rumspielen. Dragon Ball Z-Gegner kennen sich da leider aus. Und so wurde dann Veldora auch versiegelt. Nach ein bisschen hin und her wurden die beiden dann auch Freunde. Sein Leben als Mensch ist für ihn nun vorbei und das Leben als Schleim beginnt, aber die Festplatte kann er trotzdem nicht vergessen. Aber sein Kumpel hat die Festplatte vernichtet. Nein, er hat gleich den ganzen PC zerstört. Ruhe in Frieden, guter alter PC. Veldora, über 300 Jahre alt, braucht eine Runde Mitleid von unserem Schleim, aber mit seinem Schicksal hat der Arme sich ja leider schon abgefunden. Doch unser Schleim, ja, ich nenne ihn noch Schleim, weil noch hat er seinen neuen Namen ja nicht bekommen. Er will nun Veldora schnabulieren, damit er nicht mehr gefangen ist. Doch gefällt Veldora dieser Vorschlag, von einem kleinen Schleim verzehrt zu werden? Nein, er findet es sogar super cool und ist voll dabei. Die Stunde ist gekommen und unser kleiner Schleim braucht einen Namen, aber Veldora will auch einen neuen Namen haben und unser Schleim macht ein Wortspiel aus Sturm. Sein neuer Name lautet Tempest, aber gefällt er ihm auch? Natürlich, er findet ihn saugeil. Nebenbei, bin ich der Einzige, der bei Tempest immer an Tales of Symphonia denken muss? Eine von Lloyds Attacken heißt nämlich Tempest. Komm, ich kann doch nicht wirklich der Einzige sein, der daran denkt. Unser kleiner Schleim heißt nun Rimuru. Zusammen ergibt er Rimuru Tempest und diesen Namen werden bald sehr viele auf der Welt kennen. Und so wurde Veldora Tempest Rimuru Futter. Lecker. Miam, 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 miam. Veldoras Präsenz konnte man sehr weit spüren. So haben es auch einige bemerkt, dass er nicht mehr versiegelt ist. Ein paar Tage hatte Rimuru aber noch in der Höhle verbracht und dann noch so nebenbei weitere Skills erlernt, um der mächtigste Schleim aller Zeiten zu werden. Was den ersten Kampf angeht, ein Schleim ist halt einfach sehr mächtig, ganz besonders, wenn er der Protagonist des Werkes ist. Und durch Monster, die er besiegt und verspeist, wird er noch mächtiger.
mächtiger und kriegt noch weitere Skills. So hat Rimuru in der Höhle sich weiter vorgekämpft und alles und jeden besiegt. Ein Schleim mit einem Steuerkreuz auf dem Kopf ist einer meiner Lieblingsschleime. Endlich hat er auch mal den Ausgang erreicht und weitere Menschen gesehen, aber zu denen kommen wir auch erst später. Ein Schleim in Freiheit ist ein glücklicher Rimuru, aber kaum ist er schon draußen, stößt er gleich auf eine Gruppe Goblins, die sich aber sehr schnell ergeben, aber wer würde es nicht? Erstmal wurde Rimuru ins Dorf gebracht und da hatten sie dann auch gleich eine Bitte an ihm. Dadurch, dass Veldora nicht mehr da ist und auch seine starke Präsenz, haben sich wieder Monster gezeigt, die in der Nähe des Dorfes sind. Die Goblins finden Rimuru sehr stark, aber er merkt es nicht einmal, bis er seine Aura selbst spürt und merkt, dass er ein Monsterschleim ist. Die Bitte der Goblins ist, dass er sich um die Wölfe kümmert, mit denen sie schon halt viel Ärger haben. Selbst ihr stärkster Kämpfer ist im Kampf leider gefallen. Als Gegenleistung geben sie ihm ergebenste Treue und diese Treue wird sich noch sehr auszahlen. So wurde Rimuru zum Anführer des Dorfes und dieses Dorf wird noch viel Wandlung erleben, aber dazu nach und nach mehr. Merkt euch auch jetzt schon, wie das Dorf aussieht. Es wird einen extremen Wandel machen über die Zeit. Die Goblins sind jetzt nicht die stärksten, aber sie sind bereit zu kämpfen durch eine kleine Ansprache von Rimuru. Als erstes wurde er aber zuerst zu den Verwundeten gebracht, die er dann einen nach dem anderen geheilt hat. Einfach verspeisen und gesund wieder ausspucken. Zum Glück hatte er so viel Materialien in der Höhle gesammelt und zu Heilmittel verarbeitet. Doch jetzt geht es darum, sich für den Kampf bereit zu machen. Die Nacht ist hereingebrochen und der Kampf gegen die Wölfe kann nun beginnen. Rimuru und die Goblins sind bis zur Nacht fertig geworden mit ihrem Wall. Es war aber ein sehr einseitiger Kampf und die Wölfe hatten gar keine Chance. Selbst ihr Anführer war komplett machtlos und wurde dann auch von Rimuru erledigt. Er stellt ihnen nun ein Ultimatum: unterwerfen oder sterben. Vorher aber verschlingt er noch den Rudelführer und verwandelt sich in ihn. Nach einem heftigen Schrei haben sich die restlichen Wölfe auch alle ergeben und Rimuru die Treue geschworen. Und so war dann auch Frieden zwischen den Wölfen und den Goblins. Ab nun geht es um Zusammenarbeit und besser kennenlernen. Rimuru will aber noch wissen, wie sie alle heißen, doch Monster haben keine Namen. So hat er entschieden, allen einen Namen zu geben. Doch allen einen Namen zu geben hat viel mehr zu bedeuten, als Rimuru ahnte. Die Wölfe sollen natürlich wie die Goblins auch einen Namen kriegen. So viel Namen zu geben verbraucht aber auch Mana. Erst war es in Ordnung, doch dann war es doch zu viel. Nachdem er 3 Tage geschlafen hat, war wieder super fit und glänzte wie ein Super Saiyajin. Nun sieht man, wenn man jemand einen Namen gibt, dass er sich weiterentwickelt und eine neue Stufe erreicht. Bei dem Ältesten sieht man ganz klar von allen den meisten Unterschied. Bei den Wölfen ist es auch nicht anders und so wird unser kleiner Schleim von allen gefeiert. Gobuta ist aber der einzige von den Goblins, der noch genauso aussieht wie zuvor. Ihn kann ich mir aber auch nicht mehr deinen anderen Design vorstellen. Seins gehört einfach dazu. Ein Daumen nach oben von Rimuru für die weiterentwickelten Wölfe. Ein Daumen nach oben bei dem Video würde mich und Rimuru auch sehr freuen. Hey, wenn so eine Vorlage schon gegeben wird, dann muss ich sie nutzen. Es hat 5 Minuten gedauert, bis endlich alle mal still waren. 5 Minuten? Eine Anspielung an die 5 Minuten von Namek? Unwahrscheinlich ist es nicht. Von Rimuru gibt es auch 3 Regeln, an die sich alle halten sollen. Erstens, wir greifen keine Menschen an. Zweitens, wir kämpfen nicht untereinander. Drittens, wir respektieren andere Rassen. Wenn das doch nur auch in unserer Welt so wäre. Riguldo wurde von Rimuru zum Goblin Lord ernannt, den Stammeshäuptling der Goblins. Dass ihn das freut, das kann man sich sowas von denken. Jetzt geht es ran, neue Häuser zu bauen und auch neue Kleidung herzustellen. Nächstes Ziel, die Zwerge, die Schmiede-Genies. Sie reisen nach Dwargon, dem Königreich der Zwerge, damit diese Häuser bauen und Kleidung herstellen können. Rimuru hatte mit Ranga ein kleines Gespräch, weil er seinen Vater auf dem Gewissen hat, aber er hegt keinen Groll auf ihn. Er hat ihm ja sogar einen Namen gegeben gehabt. In der Stadt der Zwerge sollen auch Elfen leben. Da wird Rimuru ganz Ohr. Aber wer wäre das nicht? Nach 3 Tagen sind sie auch endlich in Dwargon angekommen. So lange zu einem Ort hinzukommen, erinnert mich wirklich an Herr der Ringe. Und Herr der Ringe sind absolut nice Filme. Für die Leute, die Herr der Ringe noch nie gesehen haben, holt das bitte nach. Und nach 3 Tagen hatte Rimuru immer nur noch Elfen im Kopf. Aber verurteilen will ich ihn da nicht. Ich selbst wäre da auch kein Deut besser. Ich meine, es sind Elfen. Mit Gobuta macht sich Rimuru dann auf zur Stadt. Alle zusammen würden halt einfach zu viel Aufsehen erregen. Elfen, Elfen und noch mehr Elfen. Rimuru weiß ganz genau, was er will. Und ich wäre da halt auch kein bisschen anders. Ich würde auch Elfen wollen. 2 Räuber wollen Stress machen vor den Stadttor. Aber Rimuru hat sich in Ranga verwandelt. Und dann war die Sache auch gleich schon gegessen. Die Wachen kamen und Gobuta und Rimuru sind erstmal im Knast gelandet. Aber egal wo, ein Gobuta kann überall pennen. Selbst im Knast.
Die Zwerge hatten Probleme mit ein paar Monstern und Rimuru war so nett, ihnen ein Heilmittel zu geben. In der Zeit im Knast muss man sich ja auch irgendwie beschäftigen, sonst ist es todlangweilig und Gobuta, der pennt einfach weiter. Nach einem kleinen Gespräch, wo Rimuru alles erklärt hat, warum er nach Dwaragon gekommen ist, wird er auch zu einem Schmied hingeführt. Der Schmied kann leider nicht mitkommen, da er noch 20 Schwerter herstellen muss und ihm geht auch das Magieerz aus. Doch Rimuru hat ihm welches gegeben, das er ganz am Anfang verzehrt hat. Als Gegenleistung soll er jemand suchen, der mit in Rimurus Dorf gehen kann. Die Zeit, um die Schwerter herzustellen, ist leider sehr knapp, so saugt er das fertige Schwert ein, das es schon gibt, kopiert es und dann waren die 20 Schwerter auch schon fertig. Da die Schwerter fertig sind, wollen sie eine kleine Pause machen, aber kaum hört er, dass es dort Elfen gibt, ist er auch schon gleich dabei. Und Elfenmädchen, na, welcher ist euer Favo? Bei mir ist es links die dritte oder die rechte. Was Rimuru angeht, er hat keine Wahl getroffen, sondern die Elfe hat die Wahl getroffen, Rimuru zu nehmen. Meine zwei Favos mögen auch Rimuru und ich bin mal wieder neidisch. Am Ende hatte er alle Elfenmädchen um sich, aber das kann ich leider nicht zeigen, aus gewissen Gründen. Wer würde an so einem Ort nicht auch bleiben wollen? Rimuru, der das Trinken bei Elfen genießt, ohne überhaupt etwas schmecken zu können. Und Gobuta wurde schon komplett vergessen, aber pennen tut er immer noch. Eine der Elfen ist auch eine Wahrsagerin und in ihrer Kristallkugel wird auch ein Mädchen gezeigt, die seine Seelenverwandte ist. Der Minister Bester, ja, er heißt wirklich Bester, kommt und fragt Kaijin, wie weit er mit den Schwertern ist, aber diese sind dank Rimuru ja schon längst alle fertig. Da Kaijin nicht ärgern konnte, vergreift er sich nun an Rimuru, aber als Rache kriegt er genau das, was er verdient hat, und zwar einen Schlag mitten in seine Fresse und einen zweiten Schlag kriegt er auch noch, hatte einfach verdient. Dass er einen Minister geschlagen hat, könnte aber zu Problemen führen, aber Kaijin hat sich so oder so schon entschieden, mit Rimuru mitzugehen. Doch es war immer noch ein Minister und so wurde Kaijin und die anderen Zwerge und auch Rimuru festgenommen und Gobuta pennt immer noch weiter. Das erinnert mich irgendwie an Lucky Luke, den Film, wo die Stadt errichtet wurde. Da legt sich ein Mexikaner pennen und ganz am Ende des Films, wo die Stadt hinüber ist, wacht er erst wieder auf. Man erfährt, dass Kaijin damals in der Armee gearbeitet hat mit dem Minister Bester zusammen, aber sie sich schon damals dort nicht verstanden haben. Bester war so von Erfolgshunger besessen, dass er Kampfgolems gebaut hat, doch das ging gewaltig schief. Und wem hat er die Schuld gegeben, dass es fehlgeschlagen ist? Richtig, Kaijin. Die anderen Zwerge wollten die Stadt auch mit verlassen, für sie ist es einfach besser. Und Gobuta ist tatsächlich mal aufgewacht. Wer hätte das gedacht? Nun beginnt der Gerichtsprozess und man sieht auch mal den König, Gazelle Dwago. Bester versucht auch mit allen Mitteln vor Gericht zu gewinnen. Ein bestochener Anwalt und verletzter Aussehen, als er eigentlich ist. Das Urteil lautet 20 Jahre Zwangsarbeit in den Minen. Doch der König, der Kaijin schon lange kennt, ändert das Urteil zu Verbannung. König Gazelle hat Bester auch durchschaut, dass das mit den Kampfgolems eigentlich sein Fehler war. Er hat auch herausgefunden, dass Rimuru ein sehr gutes Heilmittel herstellen kann. Und durch Bester wurde halt alle Möglichkeiten zerstört, eine Beziehung mit Rimurus Reich aufzubauen. Ganz zum Schluss, aber leider zu spät, hat Bester auch seinen Fehler eingesehen, den er begangen hat. Rimuru und die anderen machen sich dann wieder auf den Weg nach Hause. Der König hat auch gemerkt, dass Rimuru ein sehr fähiger und mächtiger Schleim ist. Besser gesagt, in seinen Augen ist er ein Monstrum. Er ist für ihn auf ein Level wie Veldora. Ja, dieser König ist ein ganz genauer Beobachter. Die drei ersten Menschen, die Rimuru in der neuen Welt gesehen hat, hatten es in der Höhle wohl nicht ganz so leicht gehabt. Sie haben den Gildenmeister bestätigt, dass Veldora nicht mehr in der Höhle ist. Sie kriegen 3 Tage Pause, dann sollen sie die umliegenden Wälder bzw. den Jurawald durchsuchen. So sehr freuen sie sich über diese neue Aufgabe aber nicht, aber Arbeit muss halt nun mal sein. Ein Mädchen mit einer Maske, die Shizu heißt, will sich den drei anschließen, da sie auch in den Jurawald will. Währenddessen verwandelt Rimuru sich in einen größeren Ranga und zeigt ihm mal seine neue Technik, den schwarzen Blitz. Und er merkt mal wieder, dass ein unglaublich mächtiger Schleim ist, aber wir als Zuschauer, wir wissen das einfach schon. Seit sie zurück sind, sind ein paar Wochen vergangen. Die Zwerge haben sich bei den Goblins inzwischen gut eingelebt und mögen ihre neue Heimat. Mit allen zusammen soll ein neues Dorf entstehen und hey, Rimuru hat Gobuta im Knast nicht vergessen. Was die Goblins angeht, es sind mehr geworden, da sie bei Rimuru guten Schutz haben. Es sind ja auch nur um die 500 dazugekommen, aber das ist immer nur noch erst der Anfang. Da Orks, Echsenmenschen und die Oger um die Herrschaft kämpfen, sind die Goblins von dort geflohen, da sie noch nicht weiterentwickelt sind. Sie wurden alle aufgenommen und Rimuru musste sehr, sehr viele neue Namen geben. Dadurch musste er wieder 3 Tage am Stück durchschlafen. Ein Schleim hat es eben echt nicht leicht. Gobuta zeigt, dass er mehr kann, als man denkt. Er beschwört einen Wolf aus seinem Schatten. Da er im Knast leider doch vergessen wurde,
der arme Sorter diese Fähigkeit erlernt. Rigoldo wurde in der Zeit auch vom Goblin Lord zum Goblin König befördert. Der kriegt echt eine Beförderung nach der anderen. Die vier Menschen sind nun im Jurawald angekommen und haben es gleich mit ein paar Monstern zu tun, aber Shizu erledigt alle ohne Probleme. Doch beim letzten hat sie eine Art Schwächeanfall, doch Rimuru hat sie vor dem Angriff gerettet. Shizu verliert bei dem Angriff ihre Maske und wir erhalten Schleim mit Maske. Cute Level over 9000, mindestens. Es ist auch das Mädchen, das die Wahrsagerin in ihrer Kristallkugel gesehen hat. Da haben die beide sich doch schneller getroffen, als Rimuru dachte. Im Dorf kriegen sie erstmal was zu essen und fressen sich voll, wie echte Saiyajins. Sie erzählen Rimuru alles, warum sie auch im Jurawald sind. Es kommt zum ersten richtigen Gespräch zwischen Rimuru und Shizu und er erfährt, sie ist auch aus einer anderen Welt, aber im Gegensatz zu Rimuru ist sie eine Beschworene. Sie ist das Mädchen vom Anfang, wo der Krieg noch herrschte und sie in den Flammen verschwunden ist. Da wurde sie beschworen. Durch Rimurus Erinnerung hat Shizu die Welt gezeigt, wie sie war, bevor er gestorben ist. Für Shizu war diese Welt was ganz anderes. Sie kommt ja aus einer Welt, wo die Technologie noch nicht so weit entwickelt war. Rimuru ist auch klar, dass sie aus einer Zeit kommt, wo der Krieg noch herrschte, ohne dass sie es überhaupt wirklich gesagt hat. Man sieht von Shizu noch einen Rückblick, wo sie beschworen wurde und das von einem echten Mistkerl, der sie für nur einen Fehlschlag hielt. Sie soll für Ifrit ein Körper sein, kommen daher die Schwächeanfälle? Das werden wir noch herausfinden. Eine Feder fällt auf den Boden und es erscheint ein Krieger, der den Dämonenkönig erledigen will. Ja, der Kerl, der Shizu beschworen hat, ist ein Dämonenkönig. Doch ihn lässt das, wie man an seinem Blick sieht, komplett kalt. Er will seine neue Waffe Ifrit an diesem Eindringling testen. Das geht auch ruckzuck und er ist weg vom Fenster, von den Flammen verschluckt. Eine Zeit lang ist vergangen und sie hat in der neuen Welt ihre erste Freundin gefunden. Mit ihr ist sie beim Dämonenkönig, aber ihr neuer kleiner Freund knurrt ihn die ganze Zeit an. Durch Ifrit, der in Shizu nun wohnt, wurde das Mädchen und das kleine Tier einfach in Asche verwandelt. Eine Szene, die ich persönlich gar nicht mochte damals und ich mag diese Szene immer noch kein Stück. Es ist halt eine unnötige, grausame Szene, aber es sollte halt eben auch die grausame und herzlose Seite des Dämonenkönigs gezeigt werden. Es war nur ein schlimmer Albtraum, doch Ifrit macht ihr, wie man sieht, immer noch schwer zu schaffen. Sie hat sehr große Probleme, Ifrit in ihren Körper zurückzuhalten, da es bei dem Mädchen, wie es aussieht, nicht das erste Mal war, dass sie Ifrits Kraft nicht zurückhalten konnte. Shizu will das Dorf verlassen und den Mann suchen, der sie beschworen hat. Gerade als sie die Stadt verlassen wollten, kann Shizu Ifrit nicht mehr zurückhalten. Sie muss es einfach schon viele Jahrzehnte. Durch die Maske konnte sie ihn all die Zeit unterdrücken, aber die hält einfach nicht mehr stand und zerbricht. So kam Ifrit dann auch schlussendlich frei. Man sieht, dass er sehr mächtig und nur auf Zerstörung aus ist. Er will auch gar nicht reden und Rimurus Wassertechniken haben hier auch gar keine Wirkung auf ihn. Es ist sie halt einfach nicht Pokémon, wo Wasserattacken auf Feuer-Pokémon effektiv sind. Mit Rangas Hilfe geht der Kampf gegen Ifrit nun los. Wie Rimuru bei Ellens Magie aber sieht, ist Eismagie sehr wirkungsvoll. Ellen soll ihre Technik auf Rimuru abfeuern, damit er diese verschlingt und nachmachen kann und das kann er danach auch mehr als gut. Jetzt steht Rimuru, Ifrit, Auge gegen Auge gegenüber. Rimuru wird von den Flammen von Ifrit verschlungen, aber die Flammen machen ihm absolut gar nichts aus. Flammentechniken haben keine Wirkung auf ihn. Nun bekommt Ifrit ist mit der Angst, da seine Flammen ihm gar nicht helfen, die einzige Waffe, die er als Elementargeist drauf hat. Wie Veldora wurde Ifrit dann auch verschlungen und Rimuru hatte gewonnen. Apropos Veldora, mit ihm ist Ifrit nun in Rimurus Körper, da sollte er lieber nicht aufmucken. Shizu ist nach dem Kampf sehr erschöpft, aber sie ist froh, dass nicht wieder jemand durch die Kraft zu Schaden kam, besser gesagt durch die Kraft von Ifrit. Sie erzählt von ihrer Zeit beim Dämonenlord und dass sie gegen eine Heldin gekämpft hat. Von ihr hat sie dann auch die Maske erhalten, diese verstärkt den Magiewiderstand, so konnte sie mit Hilfe der Maske Ifrit so lange über die lange Zeit zurückhalten. Mit der Heldin reiste sie dann auch einige Zeit durch die Welt, bis sie dann irgendwann verschwand. Danach hat sie mit ihrer Kraft vielen Menschen geholfen, da sie durch die Maske einen Teil von Ifrits Kräfte nutzen konnte. Nachdem sie eine Weile auf Reise war, wurde sie Lehrerin an einer Schule im Königreich Inglasia. Aber sie hatte eine Schülerin, die ihr den Rücken gekehrt hat. Zu ihr kommen wir dann aber erst später, genauso wie zu den Schülern. Shizu weiß, dass sie leider nicht mehr lange hat, da Ifrits Aktion sie sehr geschwächt hat. Darum will sie, dass Rimuru sie ist, wie auch Ifrit und Veldora. Rimuru hat ihr aber noch ein letztes Versprechen gegeben, dass er sich um den Dämonenkönig Leon Chromwill, der sie in die Welt gebracht hat, auseinandersetzen wird. So ist dann schlussendlich Shizu gestorben und sie hat ihr wahres Alter erreicht, das sieht man an ihren weißen Haaren, weil sie ist ja ungefähr 60 bis 80 Jahre alt gewesen. Nun war es soweit, Rimuru hat Shizu verschlungen. Im Jenseits, falls es das hier sein soll, ist sie mit ihrer Mutter nach all der Zeit endlich
endlich wieder vereint. Ein wirklich schönes Ende für die beide. Nun sehen wir auch endlich mal den menschlichen Rimuru, der so gesehen Shisus Körper übernommen hat. Das Praktische ist, er kann sich jederzeit wieder zurück in einen Schleim verwandeln und auch wieder zurück in einen Menschen. Das ist wirklich etwas, wo man neidisch werden kann. Die drei machen sich dann auch erstmal wieder zurück auf den Heimweg, um den Gildenmeister von all dem zu berichten, dass das Dorf kein Feind ist. Aber vorher kriegen sie noch alle neue Ausrüstung geschenkt, da ihre alte vollkommen heruntergekommen ist durch den Kampf mit Ifrit. Es wird ein neuer Charaktere gezeigt in der brennenden Wüste, wo er dann zusammenbricht. Doch jemand Unbekanntes taucht auf, der ihm Essen und einen Namen gibt. Sein neuer Name lautet Gerudo. Bei diesem Namen muss ich einfach an Zelda denken, weil es da halt ein Volk gibt, das Gerudo heißt. Durch Ifrits Angriff erholt sich auch langsam das Dorf nach und nach und Shisus Maske ist dank Rimuru auch nun wieder heile. Als Schleim besser hören und sehen zu können, ist einfach normal. Ein Schleim ist eben ein echter Boss. Dadurch, dass Ifrit verschlungen wurde, kann er nun auch seine Techniken einsetzen, wie zum Beispiel das Klonen. Er ist aber nun weder ein Junge noch ein Mädchen, sondern geschlechtslos. Aber ein Geschlecht kann er trotzdem haben, wenn er es will. Das nenne ich doch mal praktisch. Da Rimuru sich jetzt aber in einen Menschen verwandeln kann, kann er auch endlich etwas schmecken. Also Essen ist damit gemeint. Er macht sich auf zur Höhle, wo Veldora versiegelt wurde. Da hat er einen neuen Skill erlernt, die schwarzen Flammen. Durch Shisus Maske kann Rimuru auch seine Magie komplett unterdrücken und cool sieht es auch noch aus. Von den anderen, die gerade auf der Jagd sind, wurde er durch Telepathie gerufen, dass sie gerade angegriffen werden von Ogern. Rimuru versucht erstmal mit ihnen zu reden, doch er ist für sie einfach nur ein Monster. Sie wollen von ihm, dass er seine wahre Gestalt zeigt, aber das wäre einfach nur ein Schleim und ich denke mir einfach nur so, ein Schleim ist doch das Beste von allen. Natürlich abgesehen von Elfen, das toppt nicht mal ein... Okay, ein Schleim toppt selbst ein Elf. Aber sie wollen einfach nicht mit sich reden lassen. Ranga soll den mit den roten Haaren dann übernehmen und Rimuru die anderen fünf. Rimuru hat mit den ersten überhaupt gar keine Probleme. Ihre Chancen liegen einfach bei weit unter Null. Die Ogre hatten, wie es bisher aussieht, Probleme mit einigen Orks, wie dieser Gerudo, der seinen Namen vor kurzem erhalten hat. Doch der Alte ist klar stärker als die anderen, so wie er in der Lage war, Rimuru zu überraschen und ihn einen Arm abzuschlagen. Doch Rimuru besitzt den Extra-Skill Ultraschnelle Regeneration. So kann er ihn gleich wieder nachwachsen lassen, was die anderen sehr erstaunt. Feuermagie besitzen sie auch, aber wie man schon an Ifrit gesehen hat, dessen Feuerkraft mächtiger war, hat es gar keine Wirkung auf Rimuru, da er einfach feuerresistent ist. Nun hat Rimuru seine Maske abgelegt und zeigt, was für eine Macht er wirklich in sich hat. Ihnen wird klar, dass sie komplett unterlegen sind. Aber trotzdem, Ogre sind ein Volk, das nicht aufgibt und weiterkämpft. Doch seine Schwester will ihn vom weiteren Kampf abhalten, da sie erkannt hat, dass er eigentlich kein Feind ist. Man erfährt, dass ein anderer Dämon, der auch eine Maske auf hatte, ihr Dorf zerstört hat. Nachdem ihnen klar war, dass Rimuru nichts mit ihrem Dorf zu tun hat, gab es erstmal eine fette Entschuldigung. Sie werden ins Dorf eingeladen, wo sie in Ruhe über alles reden können. Auch die Ogre haben aber keine Namen. Heißt das, sie werden auch bald welche kriegen? Wartet ab. Rimuru isst etwas und endlich kann er etwas schmecken und er freut sich riesig. Die Ogre sind den Orks, was Kraft angeht, weit überlegen, aber sie wurden trotzdem geschlagen. Es wird erzählt, dass sie über Nacht die Ogre angegriffen haben mit Waffen, Rüstungen und einer sehr viel höheren Anzahl. So haben die Orks keinen Zugriff auf Waffen und Rüstungen, aber sie hatten Hilfe von einem Dämon. Aber nicht nur das, sie haben sich wohl mit einem Dämonenkönig verbündet. Von den 300 Ogern haben leider auch nur 6 überlebt, die wir bisher gesehen haben. Was die Schwester angeht, sie fühlt sich schon ganz zu Hause und versteht sich mit allen. So schnell will er sich aber noch nicht geschlagen geben. Rimuru bietet ihn auch an, seine Untergebenen zu wehren. Doch über dieses Angebot muss er halt erstmal gründlich drüber nachdenken. Am nächsten Tag stand dann aber auch schon seine Entscheidung. Er hat Rimurus nettes Angebot angenommen. Als neue Untergebene sollen sie natürlich auch alle einen Namen bekommen. Da sie aber sehr viel mächtiger als Goblins sind, ist Rimuru nach nur 6 Namen wieder ins Koma gefallen. Durch ihren Namen haben sie sich auch von Ogern zu Teufeln weiterentwickelt. Ihre neuen Namen lauten Benimaru, Shura, Shion, Hakuro, Zoe und Kurobe. Was die Orks angeht, sie sind zu einer sehr, sehr großen Armee geworden. Der CSC, das Sumpfgebiet, sieht man auch zum ersten Mal. Das ist die Heimat der Echsenmenschen. Es wird dem König von der Ork-Armee berichtet, die 200.000 Mann groß ist und damit 20 Mal so groß ist wie von den Echsenmenschen. Der König merkt, dass er Unterstützung braucht und ruft seinen Sohn, der einen Namen hat, Gabi
Hakuriro. Für ihn hat er eine Aufgabe. Hakuro trainiert in der Zeit ein wenig mit einer Goblin-Gruppe, aber als Gegner ist er natürlich viel zu stark, auch wenn sie zu 5 sind. Man erfährt etwas über einen Orklord. Er ist ein Unique-Monster, das alle paar hundert Jahre geboren wird. Er frisst alles, selbst die Angst seiner Verbündeten, wodurch sie nicht mal den Tod fürchten. Ein Dämon namens Gelmudo hatte das Dorf der Oger besucht gehabt und wollte allen einen Namen geben, doch er wurde verjagt. So haben sie seinen Zorn auf sich gezogen. Das war auch der Auslöser, dass das Dorf von den Orks angegriffen und vernichtet wurde. Von Tag zu Tag sieht das Dorf besser und besser aus und Leute, das ist bisher immer noch nur der Anfang. Durch Shuna können sie neuen Stoff herstellen für Kleidung und wenn das noch nicht genug ist, ist jeder, der das hier sieht, sicher neidisch auf Rimuru. Aber hey, ein Schleim kann keiner widerstehen. Was Shion angeht, sie wurde Rimurus Sekretärin und Leibwache. Mehr Glück geht doch nicht. Ein Streit um Rimuru, das wird man wohl noch öfter sehen, aber wer kann es verübeln? Es ist eben ein süßer Schleim. Shion hat gekocht und alle kriegen es mit der Angst. Kann sie etwa nicht kochen? Die Antwort lautet ganz klar nein. Kann sie nicht. Ihr Essen ist reines Gift. Selbst der große Weise, mit dem Rimuru in Gedanken immer redet, kann ihm absolut kein Stück helfen. Aber wer hat den ersten Löffel am Ende gekriegt? Der arme Gobuta. Ruhe in Frieden, mein kleiner grüner Freund. Wenn er einem bis hierhin immer noch nicht leid hat, tut er es spätestens jetzt. Shion merkt wohl, dass er eigentlich gar nicht kochen kann, aber dafür hat sie einen süßen Blick. Also Entschuldigung angenommen. Gobuta, mögest du in Frieden ruhen. Dein Leben war sicher nicht so lang, aber naja, egal. Gabiru besucht die umliegenden Goblin-Dörfer für eine Zusammenarbeit. So konnte er bisher 7000 Männer zusammenkriegen. Es lag aber jetzt nicht unbedingt an Gabirus Überzeugungskraft, sondern eher, weil sie Angst vor den Orks haben. Als nächstes ist das Dorf von Rimuru dran, dass sie sich ihm auch anschließen. Überzeugt, dass er das schafft, ist er sowas von. Kurobe und Kaijin verstehen sich als Schmiede auch sehr gut. Sie werden sicher noch einiges vollbringen. Und Gabiru ist angekommen mit einem Auftritt, naja, der nur seine eigenen Leute beeindruckt. Sonst keinem. Diese respektlose Art gegenüber Rimuru macht Shion sauer, aber egal wie, sie bleibt die Waifu Nummer 1 in diesem Anime. Oder kann hier noch jemand Konkurrenz machen? Warten wir das mal noch ab. Sie glauben nicht, dass ein Schleim hier der Anführer sein kann, bis er Ranga ruft. Die anderen zittern vor Angst, bis auf Gabiru. Ja, Mut hat der Kerl, das kann man ihm nicht absprechen. Oder er ist einfach, wie Rimuru sagt, dumm. Dass Rimuru der Anführer ist, will er aber weiter nicht glauben und Rimurus Leute werden langsam sauer auf ihn. Und Gobuta kommt und ja, er lebt tatsächlich noch, er ist nicht so schnell tot zu kriegen. Er liegt daran, dass er Giftresistenz gelernt hat. Da hat es ja etwas Positives gehabt, Shions Essen zu essen. Nun soll er aber gegen Gabiru kämpfen, wird er da was ausrichten können? Nun ja, wenn er verliert, muss er Shions Fraß noch einmal essen. Das motiviert ihn so sehr, dass er zu einem Super Saiyajin Goblin wird. Aber mal ehrlich, jeder von uns fühlt mit ihm. Mit einem Schlag hat Super Saiyajin Gobuta Gabiru besiegt. Unterschätzen sollte man ihn nicht. So haben sich Gabiru und seine Leute sich erstmal vom Acker gemacht. Was die Orks angeht, sie sind weiter unterwegs mit ihrer riesigen, gigantischen Armee. Rimuru und die anderen besprechen erstmal ihre Pläne, wie sie nun vorgehen sollen, da sie von den 200.000 Orks nun Bescheid wissen. Eine Triade will mit Rimuru ein Gespräch haben und Rimuru hat die gleichen Gedanken wie bei den Elfen, aber hey, auch das nimmt man ihn absolut nicht übel. Sie zeigt sich auch gleich und stellt sich als Trainee vor und macht Shion als Waifu Konkurrenz. Sehr starke Konkurrenz. Ihre Bitte an Rimuru ist, dass er den Orklord erledigt. Die anderen sind ihr etwas misstrauisch gegenüber, weil sie einfach so gekommen ist und Rimuru um etwas gebeten hat. Die Triaden sind halt auch kein Kriegervolk, darum brauchen sie Unterstützung und diese ist Rimuru. Aber wer könnte so einer schönen nur eine Bitte abschlagen. Zoe war nochmal in seinem Heimatdorf und da war nichts, nicht mal die Leichen der anderen Oger. Der Orklord hat eine Fähigkeit namens Vertilger. Das heißt, sie fressen alles auf, selbst ihre eigenen Kameraden, die gefallen sind oder durch die Hitze nicht mehr können. Durch die Fähigkeit Vertilger hat man auch immer Hunger und er wird nie gestillt, jedenfalls so wie ich es verstanden habe. Twainy weiß auch über vieles Bescheid, wie Rimurus Fähigkeiten und auch alles, was im Wald passiert. Wie Shion sagt, ein Ork
Orklord ist für Rimuru kein Gegner, aber wird das später auch wirklich so sein? Warten wir mal ab. Rimuru war einverstanden, sich um den Orklord zu kümmern und alle seine Untergebenen sind natürlich auch mit dabei. Er kommt nochmal auf den Gedanken, sich mit den Echsenmenschen zu verbünden, aber dieses Mal will er mit dem Anführer und keinem Trottel reden. Nach einigen Stunden ist der Trottel namens Gabiru erwacht und macht einen auf Mr. Satan und findet eine Ausrede, wie ein Profi. Bei ihnen ist eine Person namens Lappy Ace, der wie Gabirus Untergebene versucht, ihn gegen seinen Vater aufzuhetzen, dass er der neue Anführer werden sollte. Und so schlau wie Gabiru ist, geht er voll drauf ein. Die Ork-Armee schreitet auch immer weiter und weiter voran. Zoe, der von Rimuru ausgesandt wurde, berichtet den Anführer der Echsenmenschen, dass Rimuru sich mit ihnen verbünden will. Der Anführer ist mit dem Bündnis einverstanden, aber vorher will er mit Rimuru persönlich reden. Nachdem Zoe gegangen ist, ist Gabiru zurückgekommen und er ist mit den Plänen seines Vaters nicht einverstanden. Er will kämpfen und sich nicht verstecken. So stellt er sich gegen seinen eigenen Vater und lässt ihn einsperren und erklärt sich zum neuen Anführer der Echsenmenschen. Und ich sag mal so, ich glaube, das kann nichts werden. Im Sumpf begann dann auch die Schlacht. Echsenmenschen gegen Orks. Die besiegten Orks wurden auch von den anderen Orks gefressen und stärkten sich. Damit ging die Schlacht dann auch los, aber dazu kommen wir dann erst im zweiten Part. Wann der zweite Part kommt, das weiß ich noch nicht genau. Weil ich bin noch nicht sicher, ob ich jetzt an den zweiten Part arbeiten soll oder erstmal einen anderen Anime und dann den zweiten Part. Lasst euch daher einfach überraschen, Leute. Das Video hat auch wieder sehr viel Arbeit gemacht, daher würde ich mich über einen Daumen nach oben wie immer sehr, sehr freuen, Leute. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute.